Wortmarke oder Wortbildmarke? Was ist die bessere Markenart? Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen beim Videochannel der Krauss-Kellner-Rowinski-Anwaltskanzlei. Ich bin André Krauss, ich bin Rechtsanwalt und ich bin mit meiner Kanzlei spezialisiert auf dem Unternehmensrecht. Und in diesem Video geht es um die Unterscheidung zwischen einer Wortmarke und einer Wortbildmarke. Wortmarke bedeutet, dass Sie alleine einen bestimmten Begriff als Marke anmelden. Die Wortbildmarke ist eine Kombination aus einem bestimmten Begriff und einem Logo. Der Hauptvorteil einer Wortmarke ist Ihr Schutzbereich. Haben Sie erst einmal eine Wortmarke angemeldet, sind andere Anmelder vor der Anmeldung eines identischen oder eines ähnlichen Worts oder auch einer identischen oder ähnlichen Wortbildmarke in vielen Fällen abgehalten. Der Schutzbereich einer Wortmarke ist dementsprechend sehr hoch. Der Nachteil einer Wortmarke speist sich genau aus diesem Vorteil heraus. Die muss sehr unterscheidungskräftig sein. Die Chance ist sehr hoch, dass ein bestimmter Begriff für Ihre Dienstleistung oder für Ihre Ware bereits verwendet wird. Und jetzt zur Wortbildmarke. Man sagt zur Wortbildmarke, dass Sie die Nachteile einer Wortmarke mit den Nachteilen einer Bildmarke verbindet. Und das stimmt so, aber es gibt trotzdem einige sehr sinnvolle Anwendungsfälle. Der Vorteil einer Wortbildmarke ist, dass sie leicht anzumelden ist. Sie besteht aus einer Kombination aus einem Wort und einem Bildbestandteil und so können Sie auch häufig gebräuchliche Wörter für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung verwenden. Und zwar deswegen, weil Sie die Einzigartigkeit durch die Kombination mit einem bestimmten Bildbestandteil herstellen. Und deswegen ist ein bestimmter Wortmarke nicht anmeldbar. Vielleicht weil der Begriff zu allgemeingebräuchlich ist oder weil er bereits schon verwendet ist, können Sie mit einem kreativen Bildbestandteil in einem ähnlichen Feld anmelden. Und der Nachteil einer Wortbildmarke, der liegt genau hierin, alleine die Kombination, die von Ihnen gewählte Kombination aus Wort und Bild ist geschützt. Das heißt, alleine das Wort wird durch eine Wortbildmarke nicht geschützt. Aus meiner Sicht deswegen, wenn es geht, beginnen Sie mit einer Wortmarke, probieren Sie durch eine Recherche, ob ein Wort anmeldbar ist und nur wenn das nicht funktioniert, greifen Sie zu einer Wortbildmarke. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Video informativ und aufschlussreich fanden. Wir haben für Sie eine Menge juristischer Informationen zur Markenanmeldung auf unserer Webseite bereitgestellt. Und wenn Sie eine persönliche Frage haben zu einer Markenanmeldung oder selbst eine Markenanmeldung durchführen wollen, können Sie dies über unsere Webseite tun. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.